Buenas dias, señores. En señoritas. Eigentlich wollte ich sagen Bonjour, gell? Jetzt, wo ich Bonjour gelernt habe, jetzt bin ich wieder auf Spanisch. Oh Mann, das muss hier alles nochmal schnell anders arrangiert werden, ja? Weil das, es stört mich irgendwie, ja? Also ich weiß nicht genau wie, aber es muss alles anders werden. Vielleicht so. Und das hier. Der Kopf ist ein neues Maskottchen, ne? Gehört mir, also gehört mir nicht, ne? Habe ich mir ausgeliehen von jemandem, aber ist doch der Hammer, oder? Ich meine, das nenne ich Bad Taste, oder? Ich meine, das ist doch mal ultra hartes Bad Taste-Zeugs. Pink, Hirschgeräusch, zwei Dinger drauf, gell? Hat ein Kumpel auf dem Flohmarkt gesehen, ne? Dann habe ich ihn gesehen, dann dachte ich, oh geil, will ich haben. Aber in dem Moment hat er schon nach dem Preis gefragt, ne? Und dann wollte ich mich nicht mehr dazwischen klemmen, ne? Aber er hat natürlich zuerst gesehen, deshalb habe ich ihn dann gesehen. Aber ich wollte ihn haben und er hat ihn gekauft, deshalb ausgeliehen. Ist aber egal, weil jetzt ist er annektiert. Und das ist dieses Phrasenschwein, könnte man auch mal machen, wie im Fernsehen. Ne? Sobald eine Phrase kommt, irgendwie Geld rein. Ich war beim Friseur. Vorher sah ich wieder voll verwuschelt aus. Ich dachte ja zuerst, wir machen die verwuschelte Aufnahme, ja. Und dann sofort ein Cut und dann die Aufnahme von jetzt. Aber Chance verpasst. Ja, bei der Friseur, das ist schon eine harte Nummer, gell? Weil das ist so ein Oldschool-Friseur, ja? Das ist so, keine Ahnung, wie alt er ist, ne? 65, 70 oder was? So ein kleiner, bisschen dick. Der Laden ist auch Oldschool, ja? Also da fallen die Kacheln von der Wand, Löcher im Boden. Und diese Stühlchen, wo man drauf sitzt, auch alles so ein bisschen abgewetzt und so weiter. Und der Typ ist vor allen Dingen voll der Psycho, ja? Voll psychomäßig. Der ist irgendwie... Ja, ein Psychopath, ein Soziopath oder was auch immer. Und immer auf 180, ja? Immer schlecht gelaunt, ja? Und immer schreit er, ne? Dann schreit er irgendwie rum, dann ist jemand am Telefon, dann schreit er mit seiner Frau rum. Also nicht böse, aber er schreit halt, ne? La, 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 und was will die jetzt schon wieder? Wahrscheinlich bringt seine Frau da hinten auch Leute um oder sowas, ne? Oder Dauerwillen, also eins, ich weiß auch nicht, was da ist, ne? Und, aber ein Friseur, der immer auf 180 ist, und er hat halt immer ein Messer in der Hand oder eine Schere, ne? Aber es ist halt billig und deshalb gehe ich hin. Und er hat halt immer diesen Oldschool-Cut drauf, ja. Sieht dann mit der Zeit irgendwie ganz gut aus. Also mit der Zeit. Aber ich finde es ganz okay, ne? Weil er so diesen Oldschool-Cut drauf hat. Aber ganz Spaß, ich traue mich immer hin, ja. Also ich bin einer von den harten Jungs, ja. Also ich fahre Fahrrad ohne Helm und dann rauche ich auch noch und dann gehe ich zu dem Friseur, ne? Also die Nummer uno, oder? Gut, ja, und dann wollte ich noch schöne Grüße zu meiner lieben Gattin sagen, ne, die irgendwo jenseits des Äquators rumeiert. Ne. Sie hat Urlaub, ich natürlich nicht, ich habe die Klippe. Zuerst hat sie mich eingesteckt, dann fährt sie in Urlaub. Alles Gute und schönen Urlaub, Schatzi. Und ich spüle auch gelegentlich mal Geschirr. Man sieht zwar immer scheiße aus, aber ich spüle es trotzdem. Na, also, komm gesund nach Hause. Ciao.